kommen wir zu der farblichen Behandlung und das mehr Altern. Ich meine, das Gebäude ist schon relativ gut gealtert, aber ich möchte es noch älter haben und werde jetzt erstmal das Gebäude mit Klarlack behandeln. Und warum behandle ich das jetzt erst mit Klarlack? Das hat folgenden Grund. Der Klarlack ist nicht so flüssig wie jetzt nachher das Washing, was ich ja benutzen werde. Und das Washing zieht natürlich wesentlich tiefer ein. Und das möchte ich eigentlich verhindern. Und deswegen machen wir jetzt erstmal Klarlack. Um den Karton eigentlich zu versiegeln. Auch jetzt schon beim Auftragen des Klarlackes verändert sich natürlich die Farbgebung. Ja, zum einen natürlich auch, weil er feucht ist. Aber wir lassen uns mal überraschen, was der Klarlack denn allgemein schon von sich aus für eine Alterung hervorbringt. Deswegen benutze ich auch immer gerne diesen Ultra Strong Mattlack, weil das ist wirklich Mattlack. Nicht wie die meisten Mattlacks so ganz, ganz leicht noch glänzend. Das hat mich schon immer ein bisschen gestört und finde es deswegen umso toller, dass es heutzutage Hersteller verstanden haben, dass man diesen Mattlack halt auch richtig matt produzieren kann. Und das sieht man vor allem nachher auch bei Fahrzeugen. Die sind sowas von stumpf dann nach die Fahrzeuglacke. Auch hier bei den Türen, da haben wir ja jetzt einfach durch den grünen Karton in dem Sinne einen Rahmen erhalten, der mir jetzt auch nicht unbedingt so gut gefällt. Nicht wegen der Farbgebung, sondern ja, weil der so zurückliegend ist. Und da werde ich dann auch gleich noch flache Profile drauf machen, die dann später auch noch wieder farblich behandelt werden. Was mir schon sehr gut gefällt, ist hier oben sieht man es vor allen Dingen. Mal gucken, ob ich da noch mehr herausarbeiten kann. Das ist jetzt wirklich eine graue Front. Nicht mehr so hellgrau. Da oben habe ich ein bisschen zu viel aufgetragen. Da hat sich der Karton jetzt leider doch ein wenig gewellt. Aber wir lassen das vernünftig durchtrocknen. Dann zieht es sich wieder zurück. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Auch hier kommen jetzt die Fugen schon wesentlich stärker raus. Weil hier ist ja fast gar nichts zu sehen. Da sehe ich jetzt aber welche. Und das wird nachher mit dem Washing natürlich noch viel besser.
Das habe ich natürlich mit den Rissen, die im Putz sind, auch vor. Die noch mehr hervorzuheben. Lass das Ganze jetzt erstmal trocknen. Es ist nicht verkehrt, das wirklich dann mal so 24 Stunden trocknen zu lassen. Morgen muss ich sowieso nach Hamburg. Also geht es Freitag erst weiter. Bis dahin ist das bestens durchgetrocknet. So. Ich und mein Sohn, ne? Ganz schlimm. Das ist alles jetzt schön durchgezogen mit dem Klarlack. Und jetzt holen wir uns ein Washing. Da fangen wir mal mit hellgrau an. Also ich nehme Leo, wobei es da irgendwie in letzter Zeit wohl Lieferschwierigkeiten gibt. Ich verstehe gar nicht warum, aber ansonsten, wenn es Leo nicht mehr gibt, habe ich auch zusätzlich Washing von AK, auch Farben AK, das habt ihr ja am Klarlack gesehen. Und damit bin ich eigentlich auch sehr zufrieden. Jetzt nehmen wir uns einen schönen spitzen Pinsel, dass ich nicht mal verstecken würde. Wie gesagt, 5x0. Und damit fange ich jetzt erstmal an. Und gehe in die Fugen von den aufgesetzten Platten. Musik.
So, da seht ihr jetzt mal den Unterschied. Ich lasse sie jetzt auch erstmal wieder trocknen. Ich mache natürlich jetzt da die anderen Stellen weiter. Eventuell bearbeite ich es nochmal nach. Außer es verändert sich nicht mehr allzu viel. Dann würde mir das da schon reichen. Hier könnt ihr jetzt nochmal den Unterschied sehen. Ich meine, wenn man genau hinguckt, sieht man hier auch die Fugen. Aber Fugen sind schon ein bisschen intensiver zu sehen. Aber ihr seht, ich habe jetzt hellgrau genommen. Ich habe es zwar teilweise zwei, dreimal aufgefüllt in den Fugen. Zum einen wird es sich noch ein bisschen aufhellen. Zum zweiten, wenn es jetzt mir zu dunkel gewesen wäre oder jetzt noch nicht so richtig gefällt, dann kann man natürlich was Helles schneller wieder verändern, als wenn ich jetzt sofort mit einem Dunkelgrau oder sogar Schwarz da reingegangen wäre. Ist natürlich wesentlich schwieriger, das dann wieder aufzuhellen. Hier die Steine bedecke ich jetzt erstmal komplett. Also zum einen erscheinen die mir ein bisschen hell. Und auch wie gesagt hier sollte es beim Trocknen noch ausbleichen. Und dann bearbeiten wir das weiter. Ausbruchränder machen wir auch ein bisschen.
sammelt sich dann ja auch gerne Dreck. Da bei uns ja oben sowieso noch sehr viele Dampfloks fahren. Natürlich sowieso viele Rußpartikel in der Luft. Und das hat sich dann immer gerne an den Hauswänden abgesetzt. Also wenn ich bedenke, als ich früher noch im Ruhrgebiet als Kind gewohnt habe, wie grau in grau das Ruhrgebiet war. Allein durch die Schwerindustrie, die ja da nicht ihre Abgase so gefiltert hat, wie das ja heute der Fall ist. Da war eigentlich jedes Haus war grau. Da konnte noch so viel Farbe aufgetragen sein. Irgendwann hat die Luftverschmutzung gesiegt und es wurde grau. Wenn man sich dann heute das Ruhrgebiet anguckt, wie schön grün das alles überall ist und sauber, das ist schon ein himmelgroßer Unterschied. Ich mache das zwar jetzt beim Auftragen relativ großzügig. Aber das bleicht gleich noch so schön aus bei dem Hellgrau. Das denke ich ist schon ein großer Unterschied. Aber ich werde es euch ja später nochmal zeigen. Ich werde jetzt noch das Dach machen. Die Zierelemente. Und dann werde ich später die andere Gebäudehälfte machen. Die große. Wenn das alles dann soweit fertig ist, zeige ich euch dann, wie es weitergeht. Weil ich denke, jetzt auch das Aufbringen auf Dach und Zierelemente dürfte jetzt nicht so interessant sein. Ist ja genau dasselbe wie jetzt hier gerade. Das habe ich hauptsächlich ja jetzt gezeigt, weil man die Risse natürlich schon sehr fein selber nachzeichnen muss. Hat man sie erstmal nachgezeichnet, dann kann man einfach den Pinsel nehmen, aufsaugen und an eine Stelle aufdrücken. Dann läuft die Farbe, ich hoffe, das sieht man, nämlich genau dahin, wo sie eigentlich soll. Richtig schön. Nochmal auf den Grund. Und dann trocknet es auch wieder durch und kriegt dann durch mehr Tiefe. Ja, dann schneide ich jetzt hier und komme nachher wieder zurück. Ah ja, die Tür werde ich natürlich auch machen. Aber das seht ihr dann ja gleich. Ich habe jetzt das ganze Gebäude gealtert.
glaube, so sieht man es besser. Das heißt also, sämtliche Fugen sind bearbeitet, die Ornamente sind bearbeitet. Hier unten habe ich noch zusätzlich mit einem anderen Washing Dreck an die Wand gemacht, sozusagen geschmissen, weil hier kommt auch ein Schotterplatz vor. Das weitere, was ich schon gemacht habe, ist, ich habe hier aus Profilen einen Rahmen für die Tür gesetzt, schon mal ein Loch gebohrt, weil da kommen jeweils so eine 0604 SMD als Lampe rein, einfach schwarz angemalt, und schon haben wir da und da eine Außenlampe. Ja, den Rahmen werde ich natürlich jetzt noch farblich behandeln, versuche so weit wie möglich an die Ornamente ranzukommen. Das Weitere, was ich schon gemacht habe, ich habe sämtliche LEDs eingebaut. Also jeder Raum, außer jetzt hier die freie Wohnung, die werde ich nicht beleuchten, hat also eine eigene LED, so dass nachher unser Computerprogramm mal hier, mal da eine Lampe an- oder ausschalten kann. Die Treppenhäuser habe ich nur zwei reingesetzt, beziehungsweise hier sogar nur eins. Das soll dann nachher so dementsprechend aussehen, die obere wird angehen. Unten nicht, mal wieder kaputt. Muss der Hausmeister ran. Dann, was haben wir denn noch? Ja, wie gesagt, ich werde jetzt die Türrahmen eben noch anmalen. Und als nächstes werde ich dann die Kabel einlassen, weil hier hinten hinter muss ja nachher noch die schwarze Rückwand, die noch in dem Karton liegt, damit ja auch die Lichter nicht nach hinten durchscheinen. Also müssen wir die Kabel ein wenig einlassen und dann zu dem Punkt, wo sie ausgeführt werden, das wird dann in diesem Fall einmal hier sein und einmal dort sein, dementsprechend drüber führen, und das mache ich gleich einfach mit dem Dremel. Das ist ja auch dann schnell gemacht. Aber kommen wir erstmal zu den Türrahmen. Ich hoffe, dass Modellbahn Union das mit den Türrahmen sieht. Vielleicht in den nächsten Bausätzen, die sie dann halt auf den Markt verkaufen, schon wieder ein Türrahmen mit drin ist. Ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Aber meines Erachtens sieht das schöner aus, als wie dieses zurückliegende Grün. Ja, das könnte ich zum Beispiel auch machen. Ich könnte die Türrahmen jetzt grün machen, damit es zu den Fenstern passt. Mache ich das? Mal gucken, ob wir ein passendes Grün da haben. Ja, das würde gehen. Dann machen wir es grün. Dann haben wir wenigstens das noch einheitlich mit den Fenstern. Ach ja, wie gut, dass man Toffifee mag oder auch viele Leute kennt, die Toffifee mögen. Und immer hat man wieder so eine schöne Toffifee-Blister, um da seine Farben reinzumachen. Das heißt also, auch da braucht man kein Geld ausgeben in dem Sinne. Und wenn nur das, damit es auch schön schmeckt. We'll be right back.
einem 5-Dollar-Pinsel die kleinsten Stellen gemacht. Fast dasselbe Grün, aber mal schauen, wie es aussieht, wenn es durchgetrocknet ist. Ansonsten werden wir das auch wieder mit dem Washing noch ein bisschen dunkler färben. Das ist da oben. Ach, Kamera mal höher. Ich denke, so könnt ihr euch nachher schön vorstellen, wie das dann per Zufall gut aussehen dürfte, wenn mal da das Licht angeht, da das Licht angeht, wieder ausgeht, als wenn gerade jemand durch die Wohnung läuft. Noch was anderes, das ist das, was ich sagte. Seitenfassaden, die wir nicht brauchten, die habe ich jetzt so zusammengeklebt, die werde ich dann auch noch altern und die kommen nachher an den Hintergrund, um dort dann halt die nächste Häuserzeige anzudeuten. So, auch Teile, die man braucht, kann man immer wieder verwenden. Hab dann noch hinten eine Pappe zusätzlich dran gemacht, um so ein bisschen mehr Tiefe zu kriegen. Alles verwenden, was man verwenden kann. Immer wichtig, dass man nicht so schnell irgendwas wegschmeißt. So, das Brett ist soweit schon mal vorbereitet. Hier habe ich die Fenster noch dicht gemacht. Mit Mauer, Latte.
Das Gebäude sitzt jetzt fest. Ich habe hier schon mal eine fertige Mauer hingestellt. Auch die Pflastersteine schon aufgeklebt. Ja, noch kann man den Leim sehen. Aber so in der Art soll das nachher mal aussehen. Hier kann ich natürlich erst fertig machen, wenn ich mir jetzt ganz sicher bin. Bekomme ich das Eckgebäude noch? Gepasst es dahin, so wie ich mir das vorstelle? Und ziehe ich eventuell noch ein Gebäude in diese Richtung? Ansonsten, das hier und was davor ist, oben auf der Anlage, wird nachher alles mit Kopfsteinpflaster bearbeitet. Auch die Innenhöfe kriegen natürlich noch ihren Belag. Ich denke mal, da werde ich ein Sandgemisch hin machen. Und ja, so soll es dann oben mal auf der Anlage aussehen. Aber das heißt, wir sind jetzt dann auch fertig mit dem Baubericht. Ja, ich hoffe, es hat euch so gefallen. Ich konnte euch einiges dann erzählen, was euch vielleicht noch interessiert hatte. Ansonsten, ich drehe mal. Ansonsten, wie gesagt, schreibt wieder unten was in die Kommentare oder schreibt mich wieder direkt per E-Mail an, wie es ja viele auch machen. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Das hilft immer. Wer noch kein Abo dagelassen hat und es gerne tun möchte, das wäre auch super. Und dann würde ich sagen, in einem der nächsten Filme werdet ihr dann mal sehen, wie das Ganze da oben auf der Anlage wieder steht. Ich sag mal eher im November wahrscheinlich, vorher wohl nicht. Und ich hoffe, dass ich bis dahin die Ausgestaltung und alles dann fertig habe. Also bis dahin, ciao.